Hallo ihr Lieben, heute will ich euch mitnehmen in den Wald, beziehungsweise wir befinden uns schon mittendrin in einem Weltnaturerbe, einer der ältesten Buchenwälder Deutschlands, hier in Brandenburg bei Krummsin. Ja, und hier stehen fast nur Buchen. Ich bin hier jetzt schon ein paar Stunden durchgelaufen und habe mich an diesem Buchengrün erfreut. Ihr könnt euch mal ein bisschen umschauen. Und wer die erste Baumerkundungstour gesehen hat, es raschelt ganz schön hier im Wald, der weiß noch, dass ich da keine Namen der Bäume genannt habe, damit ihr weiter neugierig bleiben könnt und euch selbst auf Erkundungstour begeben könnt. Aber heute ist es wichtig, dass ich ein paar Namen nenne, denn es geht auch darum, was ist essbar. Und da ist es wichtig, genau zu identifizieren, um was für eine Pflanze, um was für einen Baum geht es. Die oberste Regel lautet, wenn du nicht weißt, was es ist, dann probier es auch nicht. Denn es gibt selbst bei uns in Deutschland giftige Pflanzen. Und selbst nur was auf die Zungenspitze zu legen, könnte dann schon nicht so schöne Folgen haben. Also, nur probieren, was du kennst. Und wenn du die Buche kennst, könntest du mal ihren schönen Stamm anschauen. Der ist nämlich meistens glatt. Und im Regen sehen die auch so schön aus. Ich finde, wie so Dinosaurierbeine. Wenn die Buchen älter werden, dann sind sie auch oftmals so gefurcht. Und die Blätter, die sind jetzt noch so herrlich zart. Und könnt ihr das sehen? Die haben so einen feinen Flaum auf sich, so feine Härchen. Diese Blätter, solange sie noch so jung und frisch sind, die könnt ihr essen. Am besten verbindet ihr euch vorher mit dem Baum und auch nicht in so großen Mengen nehmen, vor allem nicht von kleinen Bäumen oder nicht alles von einem Ast, also immer achtsam dabei. Aber wenn ihr so ein Baumblatt mal esst, um die Buche zu schmecken, dann freut sie sich bestimmt darüber. Hat so ein säuerlich-zitroniges Aroma. Kann ich mir gut vorstellen, ein paar Blätter davon in den Salat oder vielleicht auch auf deine Spaghetti obendrauf als Kraut gehackt. Ich bin so froh, dass ich diesen Buchenwald entdeckt habe. Denn da, wo wir gerade wohnen, da gibt es keine Buche in der Nähe. Und hier habe ich quasi die Buchenvolltröne. Ich habe jetzt auf meinem ganzen Spaziergang hier durch den Buchenwald eigentlich nur Buchen gesehen. Bis ich hier an diesen See gekommen bin. Ein See mitten im Buchenwald. Und dieses Wasser scheint es manchen anderen Baumarten zu erleichtern, hier bei den Buchen zu wachsen.
froh, dass ich meine Barfußschuhe anhabe, weil so spüre ich alle Bucheckern unter meinen Füßen. So schöne Geräusche. Auch meinem Kameramann einen aufsetzen. Ja, aha. Hier wächst noch was anderes, wie wir sehen. Das kommt wahrscheinlich von da hinten. Musikinstrument. Vorne am Wasser, da habe ich noch ein paar Bäume entdeckt, die keine Buchen sind. So 2 Wochen und da gab es noch keine Blätter mit Knospen. Und jetzt sind die Knospen schon aufgegangen und die Blätter sind rausgekommen. Wir können uns die Plattform auch mal genauer anschauen. Finde ich ganz spannend, hier oben so abgeflacht. Und auch viel fester ist das Buchenblatt. Weiß ich nichts davon, dass man die Blätter isst, essen kann. Deswegen nenne ich seinen Namen mal noch nicht. Vielleicht wisst ihr auch noch nicht, wie er heißt. Und wieder wächst er gerne am Wasser. Ein Baum, der Element Wasser und Erde verbindet, wie man hier so schön sehen kann. Und wo wir auch in unsere Gefühlswelt tiefer eintauchen können. Und dann saß ich eben hier auf diesem Baumstamm. Oben geschaut und mich gewundert, dass das keine Buchenblätter sind, die ich sehe. Sind ein bisschen gelblicher. Kann man näher hingehen.
Sind sie nicht so süß, diese kleinen Blätter? Wieder eine ganz andere Form, so gezackt. Die kennt ihr bestimmt. Mal schauen, ob wir auf dem Boden ein ausgewachsenes Blatt finden. Ja. So sieht es dann mal aus. Und wisst ihr denn, warum dieser Baum gezackte Blätter hat? Gibt es ein Märchen aus Böhmen, was uns das erklärt.